Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Handforged. Mein Name ist Glenn und ich bin Hobbyschmied. Und heute soll es mal um meine Fortuna Kläger Hubsäge gehen. Und zwar ist das jetzt ein Neuzugang in dieser Werkstatt. Denn im anderen Video habe ich kurz schon mal darüber gesprochen. Ich habe nämlich die Bosch Akkubandsäge getestet, weil ich eine Alternative zum Flexen haben wollte. Gerade wenn ich da Masspakete mache und den Werkzeugstahl in Stücke schneide, dann ist das halt ja zeitaufwendig zum einen. Zum anderen aber mag ich die Gerüche nicht. Es ist staubig, es ist laut und da habe ich einfach eine Alternative gesucht, doch eine Bandsäge, zumindest in der Größe, hat sich auf jeden Fall nicht als tauglich herausgestellt, denn ihr müsst ja wissen, ich habe in meiner Werkstatt hier keinen Strom, ich habe nur eine kleine Solaranlage auf dem Dach und ein paar Batterien, die hier stehen und kann eigentlich nicht viel Strom aus diesen Batterien ziehen, dass ich hier keine großen Maschinen laufen lassen kann. Jedes Mal, wenn ich meinen Bandschleifer oder die Presse benutze, muss ich einen Generator anschmeißen. Und das habe ich halt versucht zu umgehen, beziehungsweise suche halt Maschinen, die fast immer mit Akku betrieben werden oder per Hand teilweise, um einfach nicht auf Strom angewiesen zu sein. So, jetzt habe ich mir überlegt und mir Gedanken gemacht, was für eine Maschine ich mir denn holen könnte und habe mir dann noch ein paar Bandsägen angeschaut. Allerdings haben Bandsägen in der Regel einen viel leistungsstärkeren Motor als diese Hubsäge. Und die Bandsägeblätter haben mir bis jetzt nicht wirklich zugesagt. Das Problem ja bei Bandsägen ist, dass das Band relativ flexibel sein muss. Es muss ja nun mal im Kreis laufen und das ist bei diesen Hubsägen nicht der Fall. Die Hubsägen dürfen relativ stabile und relativ dicke und steife Blätter haben, weil sie eben eingespannt werden und sich nicht bewegen müssen. Und daher garantieren sie eher sehr saubere, sehr gerade Schnitte, denn diese Maschinen werden heute auch noch gebaut und diese Maschinen gibt es auch noch in modern. Ich habe zwar jetzt ein Modell, was glaube ich ungefähr von 1966 ist, beziehungsweise ich habe im Internet gelesen, dass diese Baureihe der Maschine schon ab 1928, glaube ich, war es, gebaut wurde. Aber diese Maschinen gibt es heute noch, denn für sehr saubere Schnitte bei großen Querschnitten werden Hubsägen gerne noch verwendet, denn Bandsägen haben den Nachteil, dass die Bänder nicht, oder andersrum, die Bänder sind halt flexibel und sind deswegen nicht in der Lage, sehr saubere Schnitte durchzuführen. Bandsägen laufen ganz gern schon mal weg. So habe ich mir das erklären lassen. Und in diesem Fall, was nun mal auch ein Kriterium war, eine anständige Bandsäge braucht viel mehr kW-Leistung im Motor und ist halt dementsprechend auch teurer, weil in der Regel die Maschine etwas moderner ist. Diese Hubsäge stand in irgendeiner Kammer und sollte, glaube ich, eigentlich auf dem Schrott und ich habe sie vor dem Schrott gerettet. Also ich habe die Maschine, ich habe zwar schon Geld bezahlt dafür, aber es war so wenig, dass es eigentlich schon geschenkt war. Und das war natürlich der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass hier nur ein 0,5 kW Motor dran ist. Und wie gesagt, ich kann den Motor mit meiner Solaranlage betreiben. Denn ich habe ungefähr hier 1 kW am Wandler, die ich entnehmen kann. Zwar auch nicht für dauerhaft, dafür sind die Akkus nicht groß genug, aber der Motor läuft auf jeden Fall mit der Solaranlage. Und das war mir auf jeden Fall auch wichtig. Zum anderen habe ich nämlich mich auch informiert, es gibt Sägeblätter, die extra für Edelstahl bzw. für relativ harten Stahl sind. Ich glaube in dem Fall, wenn ich mich nicht irre, sind die Standardsägeblätter, die ich jetzt habe, für Baustahl, also für ungefähr 500 Newton pro Millimeter Stähle gedacht, gehen aber glaube ich bis 900 Newton hoch. Und ich habe jetzt andere Sägeblätter bestellt, die bis 1400 oder waren es 1600 Newtonmillimeter? Ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm. Auf jeden Fall waren das dann doch relativ teure, aber sehr, sehr stabile und hoffentlich sehr nachhaltige Sägeblätter. Denn ich erhoffe mir dadurch, dass wenn sie kommen, ich wirklich sehr viele Damastpakete, wenn sie weich geglüht sind, auch schneiden kann damit. Das von der Maschine. Die Maschine an sich hat ein sehr ausgeklügeltes System. Dafür, dass sie so alt ist, die Ingenieure hatten damals auch schon viel drauf gehabt. Und es macht einfach Spaß, der Maschine zuzuschauen. Die Maschine ist so clever, dass sie beim Rückzug des Sägeblatts sich leicht anhebt, um die Zähne zu entlasten und dann beim Vorschub sich automatisch wieder absenkt und den Schnitt durchführt. Leider ist bei dieser Maschine keine Kühlung dabei, deswegen habe ich jetzt einfach nur ein bisschen mit Schneidöl gekühlt. Ich denke auch früher oder spät. Also irgendwann werde ich auf jeden Fall noch eine Kühlung einbauen, denn ich möchte nicht unbedingt bei den großen Paketen darauf achten müssen, dass das Sägeblatt zu warm wird und dann jedes Mal ölen alle paar Minuten. Das ist mir dann glaube ich auch zu lästig, weil die Maschine eben auch Nachteile hat und das wäre einfach die Schnittdauer. Die Maschine braucht wirklich Ewigkeiten, um Sachen durchzuschneiden. Auch wenn es nur Baustahl ist, dauert es einfach relativ lange, weil sie einfach nicht sehr schnell arbeitet.
ein kleines Gimmick ist, dass ich den Motor jetzt nicht mehr mit dieser Dreiecks- und Sterngeschichte anschalte, sondern ich habe den Motor an meinen Frequenzumrichter angeschlossen und kann jetzt die Frequenz im Grunde von 20 bis, glaube ich, 100 Hertz einstellen, wobei ich bei der Maschine, glaube ich, nicht auf 100 Hertz gehen würde. Da würde sie so schnell arbeiten, dass sie auch wieder sehr viel Wärme produziert. Aber der Vorteil ist, dass ich auch mal unter 50 Hertz gehen kann, also unter dem Haushaltsstrom, und kann die Maschine langsamer laufen lassen. Wenn ich vermutlich meine Damastpakete schneide, wird das ein Vorteil sein, schätze ich einfach, weil weniger Reibungsenergie, weniger Geschwindigkeit, weniger Wärme entstehen wird. So schätze ich mal. Falls es anders ist, schreibt mir in die Kommentare. Ich habe natürlich nichts dagegen, hier schlauer zu werden. Ja, ansonsten lässt sich über die Maschine so an sich nicht viel sagen. Wie gesagt, ich habe sie direkt angeschlossen über DNFU, habe halt diese Steinmetz, Dreiecks, Sternschaltungsgeschichte weggelassen, weil sie einfach nicht mehr nötig war. Ich habe die Maschine jetzt auch nicht restauriert im eigentlichen Sinne, denn ich habe eigentlich nur die Maschine an den wichtigen Teilen gereinigt. Das heißt, ich habe die Welle auseinandergebaut, alles nochmal neu gefettet und die wichtigen Teile ersetzt. Den Öldruckzylinder konnte ich auffüllen, da war nur ein O-Ring defekt, den ich ausgetauscht habe. Jetzt funktioniert dieser kleine Zylinder auch wieder, der, wie gesagt, diese Mechanik zuständig ist, ne? Dass das Sägeblatt beim Rückführen hochgehoben wird und danach wieder gesetzt wird, um den Schnitt durchzuführen. Finde ich echt clever. Also dafür, dass die Maschine rund 100 Jahre alt ist. Eine coole Ingenieursmeisterleistung, muss ich mal sagen. Ansonsten sieht die Maschine einfach wahnsinnig genial aus in der Werkstatt. Sie hat hier einfach seinen Charme und passt hier rein. Zum Amboss und auch zum alten Schraubstock, den ich habe, und macht einfach was her, wie ich finde. Und sowas sollte auf jeden Fall in jeder Schmiede stehen. Jetzt, wo ich die Maschine hier habe, bin ich sehr froh, dass ich mich für diesen Schritt entschieden habe. Ansonsten bleibt mir halt nicht allzu viel zu sagen. Ich habe ja noch nicht viel Erfahrung mit der Maschine. Wenn ich die mal ein bisschen häufiger in Benutzung habe, dann werde ich mich dazu nochmal äußern. Achso, in einem Video oder hier, ich zeige euch das mal eben, da hat die Maschine leider so einen kleinen seitlichen Versatz. Wenn das Sägeblatt nach hinten geht, dann stellt die sich schon mal ein bisschen schief. Ich habe leider nicht aufgepasst, denn wie gesagt, ich hatte ja die Welle ausgebaut und als ich alles zusammengebaut hatte, hatte ich vergessen, eine Schraube festzuziehen. Und dann hat sich ein Zahnrad ein bisschen von der Welle gelöst und dadurch ist ein kleiner Spalt entstanden und deswegen ist in Bewegung reingekommen. Ich habe das Ganze aber gerade eben wieder gefixt und jetzt schneidet sie wirklich sehr akkurat und sehr sauber in der Spur und hüpft nicht mehr nach links und rechts. Das auf jeden Fall zur Maschine. Dann gibt es noch einen kleinen Punkt. Ich habe ein paar Schlüsselanhänger geschmiedet aus ungefähr 120 Lagen Damast. Ich hatte leider ein Damastpaket versaut. Das hatte ich etwas verbrannt in meiner Gasesse. Auch mit einer Gasesse kann man Stahl verbrennen, wenn sie anständig arbeitet. Und weil mir der Stahl verbrannt ist und ich den nicht mehr für Messer nutzen wollte, habe ich gedacht, dass ich einfach mal ein paar Schlüsselanhänger draus schmiede. Und ein paar habe ich schon verkauft über Instagram. Und jetzt möchte ich euch noch informieren, dass ich noch 3 Stück übrig habe. Und wenn jemand einen von euch haben möchte, dann schreibt mir einfach eine E-Mail und ich schicke euch alle weiteren Informationen. Das Geld natürlich fließt zu 100% in diese Schmiede rein, denn ihr unterstützt meinen Kanal und meine Schmiede damit. Deswegen würde ich mich freuen, diese 3 Schlüsselanhänger auch noch wegzugeben. Und ansonsten bleibt mir wirklich nicht mehr viel zu sagen, außer ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Macht es gut, bis dahin, euer Glenn. Ah ja, und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu betätigen, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, dieses Video zu liken, wenn euch das gefallen hat. Und ich freue mich natürlich auch immer über Kommentare, wenn ihr vielleicht Tipps habt über Sägeblätter etc., wer sich vielleicht etwas besser mit dieser Maschine auskennt, schreibt es auch einfach unten in die Kommentare, denn ich habe auch wirklich nichts dagegen, etwas schlauer zu werden. Und in diesem Sinne, macht's gut.